Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, einer weiteren Spritzo-Runde mit The Crew Motorfest. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und natürlich Dankeschön an alle Unterstützer und Supporter der letzten Folge. Deswegen gibt es nochmal eine weitere. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr Bock habt auf mehr, dann einfach liken, kommentieren, einfach ein bisschen unterstützen für den Algorithmus, fürs, ja, einfach für den Support, Freunde. Ihr wisst es doch, ihr wisst es doch. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt in das nächste Rennen, bevor die wieder hier anfängt zu labern. Wir sind auf Schwierigkeitsgrad 4. Beende das Event. Ziel ist, beende das Event einfach nur? Was haben wir denn jetzt hier? Dann machen wir auf 5, oder? Let's go. Schauen wir doch mal. Leihfahrzeug BMW Z4. Okay. Gut. Ey, Freunde. Wenn ihr neu seid übrigens auch, ja? Also es gucken immer so viele Leute meine Videos, ohne ein Abo dazulassen. Holt das mal nach. Was ist da los? Hei koi koi kaamo olelo. Pelai pili. Aike kanaka i kono aua puni. E hui koke aku no. Kaua ike hoa. Alles klar. Freunde, ach man ey. Wenn ich hier schon wieder die ganzen deutschen Autos sehe, man ey. Mann. Freunde, was ist eure lieblingsdeutsche Automarke? Schreib's mal rein, ey. Schreib's mal rein. Ich wüsste es nicht. Es hat. Ach man, die haben alle geile. Also bisher von den großen drei, die man kennt, so BMW, Audi und Mercedes, bin ich selber jetzt erst Audi gefahren. Ich hab ja einen Audi A6. Und das war schon geil so. Aber die anderen sind auch nice, man. Ich keine Ahnung. Auch nice. Alle nice, man. Finde ich persönlich. Offenes Verdeck, überall Sonnenblumen. Ein tolles Wochenende auf dem Land. Auf der ganzen Insel wird etwas angebaut. Zuckerrohr im Süden, Bananen im Norden und Ananas im Zentrum. Ich dachte schon, hier wird irgendwas anderes angebaut, so wie ich das angehört habe, wie er das angefangen hat, den Satz. Aber ich muss jetzt hier wirklich nur beenden, weil man merkt schon direkt, wie schnell die unterwegs sind hier, oder? Im Vergleich. Aber ist meine Karre. Hat die weniger Leistung als die anderen? Nein, oder? Nein. Yo! Ey, wir haben es jetzt gesehen. Wir haben es gesehen, die machen auch keinen Halt vor Blechschaden. Alles, was du siehst, verdanken wir dem Gott Lomo. Oho, verpasst die Linkskurve nicht. Keine Sorge. Lomo stellt das Gleichgewicht in der Regenzeit wieder her und macht das Land fruchtbar. Poetisch, aber auch ein wenig traurig. Das ist auch ganz chillige Musik eigentlich gerade. Aber man merkt schon, guck mal, wie weit die vorne schon... Ah, da war eine Abkürzung. Ach so, es gibt auch Abkürzungen. Okay, hatten wir schon eine Abkürzung? Wenn ja, dann habe ich das verpasst. Wenn es regnet, beweint Lono, die in den anderen Rennen verloren hat. Kaikilan. Poetisch, wie gesagt. Und seine Tränen lassen alles wachsen. Ey, bei der Mucke gerade kann man wirklich glauben, dass da noch andere Sachen angebaut werden. Yo, 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 ganz ruhig jetzt hier. Oh, du Schweine, ey. Was ist das vor mir? Ist es ein I8 oder was? Ich glaube ja, oder? Ja, 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 okay. Der gute Mitch ganz vorne, das geht natürlich nicht. Also wie gesagt, es macht schon Laune, ey. Macht schon echt Laune. Wie gesagt, das drumherum, dieses Gequatsche von den... Weiß nicht, ey. Ich meine, man kann ja auch mal eine coole, spannende Story drumherum bauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es absolut nicht möglich sein soll, einfach auch in einem Rennspiel mal eine coole Story zu haben. Weißt du, die muss ja nicht sonderlich tiefgründig sein oder sowas, aber die muss halt auch einfach nicht immer jedes Mal peinlich sein. Ich meine, hier ist jetzt keine Story, ja, aber ich rede jetzt zum Beispiel von den Need for Speed-Spielen oder so. Habe ich auch nichts dagegen, ne? Wenn du mal wieder, ja, so einen Story-Ansatz auch wieder machst.
klar. Das ist Honolulu. Das macht schon Laune, Freunde. Das macht schon Laune mit der Karre hier. Komm da auch nicht näher ran, ey. Also als hätten die eine höhere Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung als ich. Oder beides am besten. Guck mal, wie die aufholen hinter mir. So schlecht kam ich doch gar nicht aus der Kurve raus, oder? War das scheiße? Ich weiß nicht. Surfen gehen? Nein. Nicht mit dir, Bruder. Nicht mit dir. Okay. Ah, neue Stufe. Okay, okay. Belohnung verfügbar. Ah, okay. Okay, wir kriegen wahrscheinlich wirklich Autoteile oder Autos, wenn wir eine Stufe erhöhen. Ja. Ja. Okay. Ein neues Demolition Royale. Was? Dann mal weiter zur nächsten. Dann mal weiter zur nächsten. Aber nicht Strand. Woo, cool. Och. Das nächste Auto ist toll. Hat er es geschafft noch? Oh. Ey, das war wirklich knapp. Das war wirklich sehr knapp. Knapper ging das gar nicht mit der Radarfalle jetzt. Ah, so ein Buggy. Was müssen wir machen? Beende das Event. Ja, ey, wenn es beende das Event ist, dann gehen wir natürlich auf jeden Fall auf Rücksprung. Ey, das ist ja eigentlich ganz geil, oder? Beende das Event. Kann man das hier schön hochtreiben eigentlich, wa? Ja. Rückspulen. Ja. Könnte man machen. Also wenn ihr wirklich auf Hardcore schnell leveln und so, würde ich das gerade bei den Rennen machen auf jeden Fall. Mir ist es jetzt egal eigentlich. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen, bei den Events mit Beende das Event einfach alles rauszumachen und einfach nur fahren. Warum nicht? Das ist natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich das komisch an, als keine Ahnung, als wenn man cheaten würde, oder? Ist ja gar keine Herausforderung, einfach nur zu beenden hier. Oh, ist das ein Ford Bronco aus Oahu? Ah, perfekt. Genau das Auto, das wir heute brauchen. Das wäre doch mal zum Beispiel eine Challenge. Zu den Stränden von Waimea, wo die Berge aus dem Wasser ragen. Das wäre doch mal eine Challenge, wenn wir jetzt irgendwie über eine Holperpiste fahren müssen, dass wir versuchen müssen, alle Sachen im Kofferraum drinnen zu behalten. Das wäre doch mal eine coole Challenge oder sowas. Das wäre doch ganz, ganz lustig, ey. Dass du nicht zu viele Crashes machst und nicht zu viele Jumps und so. Klar, aber es gibt noch einen tollen Ort. Glaub mir. Damit du natürlich dann nicht am Ende am Beach der Abkacker bist. Ohne Surfbrett und ohne Wasserball. Zur Seite mit euch, ey. Er heißt Enalu. Hier surfen alle. Duke ist der berühmteste. Aber früher haben Hawaiianer aus allen Schichten gesurft. Selbst Lono war Surfer. Allerdings hat er lieber im Himmel gesurft. Okay. Alle surfen hier, okay? Alle. Majestätisch. Zur Seite mit dir. Komm, weg, weg, ey. Oh, ich sehe gar nicht viel. Ah, ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nicht, wie viel Fortschritt wir haben. Guck mal, warum überholt. Warum kann er. Auch obwohl, vielleicht hat er Boost gemacht, ja, das kann sein. Ja. Ich zeig dir mal, was Boost ist, ey. Der schwarze Sand stammt von diesem Vulkan. Laufe bloß nicht mit nackten Füßen darüber. Das brennt wie Feuer. Alles klar. Danke für die Info.
Ich muss ja auch sagen, also die Spuren im Sand, die sehen echt nicht geil aus. Achtet mal genau hinter uns auf die Reifenspuren von uns selbst. Also es sieht auch nicht so... Achtet mal drauf. Blick in die Höhle da drüben. Seht ihr das? Alter, das sieht richtig scheiße sogar aus. Ach du Scheiße, Mann. Kennt jemand von euch noch Sega Rally auf der Xbox 360 PS3? Kann sich jemand erinnern, was das für eine geile Sache war, dass du da richtig die Spuren in der Straße gemerkt hast oder im Schlamm und dann bei Runde 3 waren dann so viele, wie soll man sagen, Kerben drin? Ne, Kerben passt nicht zum Schlamm. Ihr wisst schon, was ich meine. Da war auf jeden Fall so viele Einbuchtungen im Schlamm und so weiter, dass du dann schon drauf achten musstest, wie du dann fährst. Also, und das ist, keine Ahnung, 10 Jahre her oder so? Mehr sogar. Mehr, viel mehr. Oder? Doch. Warte mal, vor 10 Jahren? Doch, noch länger ist es her, auf jeden Fall. Wann kam denn? 2008, glaube ich, oder so. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war das eigentlich ein ganz geiles Feature damals. Umso komischer ist es, dass solche Features schon vor 10, 15, 20 Jahren am Start waren. Und dann Spiele, die danach kommen, haben sie sich mit drin. Ich meine, es ist jetzt kein Chaot-Kriterium für das Spiel hier, für The Crew, aber mir fällt es nur halt auf. Und ich wollte es mal erwähnt haben. Weil Sega Rally war gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Aber es war natürlich, muss man auch sagen, damals so das Feature des Spiels. Boah, krass, guck mal hier. Siehst du links das Seeungeheuer? Ja. Wir sind in Waianae, meinem Lieblingssurfplatz. Die erste Welle gehört dir. Ey, wirklich? ey, wer schreibt diese Dialoge? Wer schreibt es? Wo muss man sich bewerben, dass man so eine Scheiße zusammenschreiben darf und dafür noch bezahlt wird? Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Also ich muss sagen, die Japan-Play, das hat mir um Welten besser gefallen als die jetzt, oder? Wie sieht's bei euch aus? Keola hat bevorzugte Stellen, aber suche ruhig selbst. Es gibt viele auf der Insel. Okay, der nächste Halt ist beeindruckend. Vulkane. Also ich bin Rangliste 200.000? Sag mal, wie viele Leute haben das Spiel schon geholt, ey? Das ist so ein krasser Erfolg, oder was? Oder übertreiben die so mäßig? Oder machen die so ein paar KI-Fahrer auch mit rein, so in die Liste, damit es krasser rüberkommt, weißt du? Wer weiß, man weiß ja nie so, man weiß ja nie so. Vielleicht zählen auch die Beta-Spieler auch mit rein, das kann natürlich auch sein. Obwohl, ich weiß gar nicht, was man in der Beta machen konnte. Wahrscheinlich doch schon alles erkunden und so, oder? Aber wahrscheinlich nicht alle Rennfahren, logischerweise. Sonst hätte man ja schon das ganze Spiel. Aber, ja, ich weiß ja nicht. Aber man muss ja sagen, mit diesen ganzen Fun-Sport-Games und so ist ja Ubisoft, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich, ja? Ich meine, erst hatten sie ja Steep, dann hatten sie ja jetzt Riders Republic, was ehrlich gesagt gar nicht schlecht war. Es ist halt, wie gesagt, immer nur dieses Drumherum bei den Spielen, was so nervig ist, Mann. Aber ich mag eigentlich gerne, sehr, sehr gerne so Fun-Sport-Sachen. Und, EA Big. Kennt das noch jemand von dir? Kennt jemand von EA Games das Label EA Big? Kennt das noch jemand? Junge, war das krass damals. Was sie für geile Spiele rausgehauen haben von den ganzen NBA Street, FIFA Street, NFL Street, SSX und so. Gehörte, glaube ich, auch dazu. Müsste auf jeden Fall eigentlich. Hab ich auch geliebt. SSX habe ich geliebt, Mann. Um in den Schlot zu kommen, brauchst du also ein robustes, leistungsstarkes Auto. Gut, dass okay. Du den 69er Camaro Z28 fährst. Irgendjemand hat mal gesagt, der frisst Mustangs zum Frühstück. Er ist also definitiv gewappnet. Hilfe! Ja, SSX habe ich geliebt. Dann gab es auch noch Rennspiele von dem Label. Shox zum Beispiel war ein richtig geiles Rennspiel. Fand ich. Hey! Du bist drin. Ich gebe an Keola weiter. Was erlaubt er sich? Okay, beende das Event. Dann lassen wir auch 5 wieder. Das ist anscheinend so eine Chiller-Playlist, wa? Einfach nur ein bisschen fahren, so ein bisschen erkunden und so. Ja, aber wie gesagt, die Japan-Playlist hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Olohe paha oi no pelekeokua. Kawahine vela ena ena okalua.
Nonake kinokahea vai. E ae ana ina ala mena ale. E mo olelo awane e kaua nona. Das war schon wieder ein Motorrad. Lass mich doch auch mal ein Motorrad fahren, ey. Ohne Witz. Was soll das? Hätte ich schon längst gemacht. Ohne Scheiß. Hätte ich schon längst irgendwie ein Rennen gemacht, mal mit dem Motorrad oder sowas. Naja. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis es endlich passiert. Wie sieht's aus? Ich hoffe, du hast das kühle Wasser genossen. Wo wir hingehen, wird es deutlich wärmer. Wo wir hingehen, wird's deutlich wärmer. Jo, was ist denn jetzt hier los? Ich bin echt gespannt, wie sich die Motorräder fahren lassen, ja. Achso, übrigens, Freunde, ich darf nicht sagen, dass The Crew Motorfest sich orientiert an Forza Horizon. Darf ich nicht sagen. Sagt die ganze Welt, aber ich darf es nicht sagen, weil es natürlich totaler Schwachsinn ist. Wurde mir auch schon reingeschrieben. Ich frage mich immer, was solche Leute damit bezwecken wollen und ob die irgendwie Tomaten auf den Augen haben oder sowas. Ich meine, alleine dieses Rennen jetzt hier erinnert so krass an Forza Horizon. Das Setting, die Aufmachung, alles erinnert an Forza Horizon. Alles. Aber ich darf es nicht sagen, Freunde, weil es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ach. Was soll ich dazu sagen? Ja? Für uns Hawaiianer ist Pele die Vulkangöttin. Das heißt, die Aktivität der Vulkane richte sich nach ihrer Laune. Mal ist er ruhig, mal ist er explosiv. Du fährst durch das Land einer furchterregenden Göttin. Das ist jedes Foto wert. Okay, Bruder. Pelle, Junge, was geht mit dir ab? Soll ich dich wegcrashen hier oder was? Dank ihr können wir dem Schöpfungsakt beiwohnen. Den Schöpfungseid? Was bist du, Alter? Bist du ein Perverse oder was? Die sind schon wieder so weit vorne. Pamela zum Beispiel. Verrückt, aber Vulkane sind Glücksbringer. Mächtige, atemberaubende Riesen, die uns das Wechselspiel von Zerstörung und Schöpfung zeigen. Okay. Fantastisch. Innerhalb von ein paar Sekunden hat sich das Magma in feuchtes, fruchtbares Land verwandelt. Die Hawaiianer nennen das stolz Kula'iwi. Noch ein schwieriges Wort, ha? Huh? Hat man gemerkt, wie du es vorgelesen hast, dass es dir schwer gefallen ist? Hat man gemerkt, Mr. Sprecher? Dahinter liegt ein schöner japanischer Tempel. Anhalten geht nicht, aber machen wir ein Foto. Ah, nice. Einfach gesagt, Kula'iwi ist deine Heimat. Der Ort, der dich reinigt, ernährt und um den du dich kümmern musst. Ich komme einfach nicht näher ran. Das ist krass. Das ist echt krass. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich auch diese geliehenen Autos immer nur so mittelmäßig von der Power her sind, oder? Für die Klasse oder so. Oder könnte man jetzt eigentlich bei jedem Rennen mit so einem richtigen Monster antreten? Wahrscheinlich gibt es da auch Begrenzungen, oder? Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass die Autos in verschiedene Klassen eingeordnet werden, aber ich habe jetzt noch nicht drauf geachtet. Gibt es irgendwie...
Bei Forza zum Beispiel siehst du ja, was für eine Stärke die Autos haben und so. Kann man das hier auch sehen von den Gegnern? Um zu vergleichen? Ich weiß es nicht. Das wäre mal interessant zu wissen, Mensch. Schöner Wagen, aber muss man sagen, schöner Wagen, Mann. Ich komme nicht näher. Und vor allem, wo ist der Erste? Der ist ja ganz weit vorne. Aber gut, wir müssen es ja nur beenden. Wir müssen es ja nur beenden. Was halt auch cool wäre, wenn die... Ich meine, die machen ja immer so... Okay, jetzt quatscht er wieder dazwischen. Bekannt für seine Wellen und natürlich seine Garnelen. Alles klar. Was halt cool wäre, ich meine, die machen ja immer so Deko am Straßenrand und immer so passend zu der Playlist. Wenn da noch ein bisschen mehr Variation wäre, das wäre irgendwie, weißt du, noch ein bisschen mehr optisch, dass er am Seitenrand noch ein bisschen mehr abgeht. Das wäre auch ganz cool, glaube ich. Die Regenbogenbrücke ist der passende Rahmen. Obwohl es jetzt nicht sonderlich wichtig ist, aber naja. Also tschüss. Es fällt halt nur auf, dass sie halt das machen wirklich für jede Playlist, so passend thematisierte Sachen, die sie da raushauen hier, zum Beispiel das Ding da, was vor uns ist, die Ballons und so für diese Playlist. Oder bei der Japan-Playlist die ganzen Drachen und so. Aber wie gesagt, wichtig ist es jetzt auch nicht. So. Dann mal weiter zur nächsten. Du hast den rauen Westen erlebt. Nun lade ich dich in den wilden Norden ein. Bei Sand, Asphalt und Schlamm ist ein Geländewagen unerlässlich. Ja, Mann, geil. Hier unsere Antwort. Neue Technik, Retro-Touch, wildes Aussehen, bereit für das Rennen. Der Dodge Challenger SRT in Geländeausführung. Dodge Challenger in Geländeausführung? Mhm. Hey, mina mina ka umo olelo puna hele. Aloha no. Kau aku ka mana o. Kau maha kana o. Ya nae ka mahele e lanai ka mana o. A pili aku ko uka pua me ko kaipua. He pili ona ona mai kai ke aloha. Nice! Ja, Mann. Sandstorm, der geile Song, Mann. Je weniger du auf Asphalt fährst, desto besser. Ein guter Anfang. Die weißen Sandstrände von Cavella Bay. Ein Kleinod abseits von Hektik und Trubel. So Stoßstangen-Perspektive ist eigentlich auch ganz geil immer für die Geschwindigkeit. Kommt eigentlich ganz gut rüber, muss ich sagen, bei dem Game. Ja, Mann, sowas will ich haben hier. Solche Rennen auch mal. Nice, Mann. Das Resort zur Linken. Der ideale Ort, um Honus zu sehen. Schon geil, Mann. Und? Sollen wir runter von der Straße? Ein paar holprige Pfade erkunden? Ja, Mann, Junge, dafür sind wir doch hier, ey. Diese Urwälder sind die ursprünglichsten der ganzen Insel. Einzigartig und schön. Das macht schon direkt viel mehr Bock als das letzte Rennen. 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Kein Wald der Erde sieht so aus wie dieser hier. Du Schwein hinter mir, ey, der will mich töten! Boah.
Oh, sorry, Mann. Tut mir überhaupt nicht leid. Keanu. Ey, die haben sogar mehr Boost. Ohne Scheiß, meine Karre ist wahrscheinlich wirklich immer nur so Mittelmaß, wa? Und dann musst du halt das Beste draus machen, wenn du dir ein Auto leist. Das ist es wahrscheinlich. Ja, das Rennen macht so viel mehr Spaß gerade als das andere da. Ey, sag mal, die sind knallhart, waren die Leute. Zur Seite, Mann. Genießt die kurvige Abfahrt. Der Ausblick ist toll. Keine Zeit für den Ausblick. Muss hier um Leben und Tod kämpfen gegen die anscheinend. Ja. Hey! Sag mal. Fährst du am Laie Hawaii Tempel vorbei? Oder besser dahinter? Das ging schnell, aber wir haben ja das Foto. Ja, genau, man will es ja nur noch durch Sandy erleben, die ganzen Sachen. Deswegen passt das schon so. Schon. Wie viel Prozent haben wir? Ah, okay, 50 jetzt erst. Yo, es ist wirklich, ey. Die Chors im Kaipapau-Wald sind toll. Besonders wenn Sonnenstrahlen durch die Kronen brechen. Wenn ich der Einzige, der gerade verpeilt hat, was die Koas sein sollen, was ist das? Was soll das sein? Irgendein Baum oder was? Junge, der redet die ganze Zeit hier von der Natur, während wir hier mit irgendwelchen dreckigen Autos durch die Gegend ballern und irgendwelche Bäume kaputt machen. Was soll das, Mann? Mitten durch den Dschungel? Das habe ich noch nie bei einem Dodge Challenger gesehen. Das kommt in die Galerie. Jetzt kommt in die Galerie. Ey, Leute. Ich muss aber sagen, die ganzen Spiegeleffekte, so diese Glanzeffekte, wenn da irgendwie eine Schlammpfütze oder sowas ist oder irgendwie der Asphalt nass ist, das finde ich echt, das sieht echt ganz cool aus, finde ich. So, 70%. So, mal ein bisschen näher rankommen. Jetzt ballert er wieder sein Boost, natürlich. Wer räumt das alles hier weg? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Nee, wa? Dich nehme ich mit, ey. Als Bremsklotz. Das ist aber ganz cool, ey. Das merke ich jetzt erst so ein bisschen in den letzten ein, zwei Rennen, dass du dir teilweise durch die Checkpoints noch vorher so ein bisschen selber den Weg überlegen kannst. Wie er jetzt gerade die Abkürzung genommen hat, dass du ein bisschen Spielraum hast, nicht nur der normalen Strecke zu folgen, sondern auch hier und da ein bisschen vielleicht Risiko zu nehmen, einen Jump zu nehmen oder sowas, dass du dann vielleicht ein paar Meter einsparst und da schon ein bisschen Zeit einsparst. Das ist echt ganz nice gerade. Noch ein Vulkanstrand. Du wirst noch zum Experten. Es gibt hier noch viel zu entdecken. Weiß, schwarz, grün. Hier auf den Inseln gibt es Strände in buchstäblich allen Farben. Scheiße! Ey, hier schlittert man so krass hier gerade.
Aber wir müssen ja nur beenden. Krieg ich den noch? Nee, 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 nee. Schade. Oh my God. Netter Ausflug. Nice. Ey, das Rennen war geil. Das hat Bock gemacht. So. Gut gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Hey, du bist in dieser Playlist schon an atemberaubenden Küsten vorbeigefahren. Wie wär's mit einer Abkühlung? Abkühlung? Wie wär's mit einer Abkühlung? Ich weiß nicht. Zur Seite, zur Seite. Kann man eigentlich, wo kann man eigentlich jetzt sehen? Packen wir es an. Playlist, nee, Player, nee, nicht Player öffnen. Ich wollte Playlist. Ach, guck mal hier. Probieren wir es. Porsche Legacy. Was ich mal gucken wollte, um es jetzt mal auszusprechen, ist Aktivität. Ob man sehen kann, wie viele Rennen man noch offen hat. Ah, hier kann man das sehen. Mhm. 6 von 9 oder was? Oh, warte mal, das geht aber noch, glaube ich, noch nicht. Anforderungen nicht erfüllt. Ach so, das Zeichen ist Anforderungen nicht erfüllt. Hier kommen erst die ganzen Bikes und so und Motorboats und so. Was ist das, Mann? Ich, ohne Scheiß, ich hatte es schon am Anfang direkt den Leuten gezeigt, ey. Ich meine, gut, ich wollte gerade sagen, weil es, wie gesagt, das Spiel erinnert ein bisschen an Forza Horizon, aber das wäre ja gelogen. Deswegen ziehe ich das auch direkt wieder zurück. Aber ich hätte es trotzdem gemacht. Ein vom Motorfest-Team entworfenes Powerboat erwartet dich am Lai Point, das Proto MK2. Ach, jetzt kommt ein Powerboat. Nice. Okay. Ich wollte einfach nur. Einfach nur fahren. Ah, jetzt kommt es. Ey, Mensch. Sag ich doch. Okay, guck mal. Das ist schon wirklich das höchste der Gefühle an Schaden. Hm. Ah. Okay. Beende das Event. Okay, nehmen wir trotzdem einen Platz. Schwierigkeitsgrad 5. Weil ich muss ja nur beenden. Aber es wird jetzt meine erste Fahrt, Mann. Jo. Didirit. Also Musik ist schon teilweise echt sehr, sehr, sehr chillig, ja. Schön, dich auf dem Meer zu sehen. Also Trimmung mit, also ihr seht es links, also diese Trimmung, was beeinflusst das denn? Das müssen wir nochmal gerne erklären. Den Himmel und die Sterne. Okay. Ey, oh! Wieso bin ich so langsam, Mann? Zu den größten Entdeckern der Erde. Oder? Achte nicht auf mich. Aber diese Tradition macht uns zu dem, was wir sind. Mal nach rechts. Wir sind wieder in Kaneohe. Ach ja. Was bedeutet, warte mal. Warte mal, um das Ding da drumherum. Ist auch noch so ein kleiner blauer Balken, der sich irgendwie füllt, aber auch dann wieder zurückgeht. Mal den Amma Amma. Einfach. Wofür steht das? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken.
Ich meine, hier wird alles erklärt, alles belabert, aber das wird dann nicht erklärt, weißt du, für jemanden, der einfach das noch nie gesehen hat. Geil, danke dafür übrigens an der Stelle, an das Spiel. Dieser Kreis drumherum, das kann das vielleicht der Widerstand, Wasserwiderstand, geht es darum? Wahrscheinlich schon, ne? Kann man das irgendwo nachlesen oder so? Ich weiß es nicht, genau. Lenkung. Anscheinend nicht. Keine Ahnung, aber einige von euch können mir bestimmt da helfen, oder? Wahrscheinlich geht es wirklich um den Wasserwiderstand. Wenn ich zurückdrehe, also wenn ich den Stick nach hinten mache, dann füllt sich der Kreis nämlich. So, jetzt sind wir fast gar nicht im Wasser und jetzt ging es sehr krass nach vorne. Wenn ich nach vorne drücke, bleibt es fast so. Ah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wie man sieht, ich habe absolut gar keine Chance gegen die Bande, ey. Nächstes Mal nehmen wir eine echte Wa'a auf dem Weg zu den Sternen. Ich fühle mich gerade so schlecht nutzlos, ey. Danke dafür, Spiel übrigens. Richtig cool, Mann. Jeder Scheiß von jedem Pflanzenblatt wird dir erzählt. Ach, guck mal hier, das ist grün, weil Photosynthese. Und das waren wir, die das als erstes entdeckt haben. Photosynthese, weil wir haben Himmel und Erde kombiniert mit dem Sonneneinschlag auf dem Wasser. Und dann haben wir herausgefunden, das Blatt ist tatsächlich grün. Okay, danke dir. Willst du mir erklären, wie die Steuerung geht? Ah, nein, Mann. Kein Bock. Wir haben schon längst die Flaschen geöffnet, die Weiber abgeschleppt am Strand und so und ich komme da zu spät zur Party, Alter. Die Kreuzfahrt endet auf Manana oder Rabbit Island. Kaninchen findest du hier nicht mehr. Die sind alle umgezogen. Auf eine Farm oder so. Alles klar, Mann. Richtig derbe reingeschissen. Nice, Mann, nice. Eieiei, Leute. Fahrzeug verdient. Ja, super, danke dir. Und jetzt auf zum nächsten Event. Okay. Ist mein. Okay. So, ich dachte, wenn ich Auto aussuche oder auswähle, dass ich dann auch dort rausgeschmissen werde. Wo das zuletzt stand. Vor allem, warum hat er jetzt das genommen, Mann? Soll man die erstmal herkommen? Ja, Freunde, ihr müsst mir helfen. Das war ja wirklich einfach nur peinlich. Der angehende Seeleute, schau mal im Inventar. Das Proto MK2 gehört dir. Cool, Mann. Du willst hoch hinaus? Okay. Jetzt kannst du die Insel aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Vom Himmel. Vom Himmel. Touristen. Aber du musst selbst fliegen. Okay, cool. Okay, ja, das nehmen wir noch mit. Ja, der Bus. Alter, ich dachte schon. Warum hat er denn jetzt den BMW ausgewählt? Warum nicht den letzten Wagen, den ich genutzt habe? Das ist irgendwie ganz komisch. Oder muss man das irgendwie markieren, dass man immer das... Oder muss man seinen Lieblingswagen immer markieren? Und sein Lieblingsfahrzeug der jeweiligen Fahrzeugklasse? Wahrscheinlich schon, ne? So, jetzt wird geflogen. Mal schauen, ob ich das ein bisschen besser hinbekomme.
hat es noch drauf. Na los! Ich würde sagen, beende das Event, okay. Wenn ich schon so abkacke, dann nehme ich wenigstens auch ein bisschen mehr die Erfahrungspunkte mit. So, mal schauen. Warum ist der jetzt schon schneller, Alter? Ich drück doch nur Gas, Mann. Was kann man daran falsch machen? Verdammte Scheiße hier, Mann. Willkommen an Bord. Bereit für eine kleine Inseltour am Himmel? Extremmodus? Erinnerst du dich an den Wasserfall in Manoa Valley? Nein. Sieh mal, direkt vor dir. Holy shit. Boah, Junge, da geht komplett die Übersicht flöten. Okay. Honolulu im Licht der untergehenden Sonne. Übrigens, Kaneohe muss um diese Zeit umwerfend sein. Flieg über die Berge und sie selbst. Okay. Okay, das kriegen wir halbwegs hin. Ah, okay, bin ich. Ah, okay. Aber ich muss doch eh nur beenden. Rechts, unverwechselbar. Das schöne Molokai. Jo. Die nächste Landschaft ist ein Foto wert. Du machst das schon. Eine Hängebrücke über den Kahana State Park. Dieses Tal führt zum Meer. Hier gab es mal Dinosaurier. Vor circa 30 Jahren. Für einen kleinen Hollywood-Film. Aber sie waren da, ehrlich. Was labert der eigentlich die ganze Zeit, Mann? Vorsicht beim Sturzflug. Da nimmst du Fahrt auf. Das ist recht entspannt hier gerade. Willkommen in Wahiaba. Einst Regierungssitz. Früher hieß die Gegend Lihue. Siehst du die Riesenfrucht? Die Stadt beherbergt eine berühmte Ananasplantage mit einem riesigen Labyrinth. Kehr nach unserer Tour hierher zurück, denn hier beginnt die Electric Odyssey Playlist. Alles klar. Alles klar. Also mit Umschauen wird das nichts sein. Er sagt halt die ganze Zeit, guck mal dahin, guck mal dahin, guck mal dahin. Junge. Keine Zeit, ey. Ich bin schon froh, dass es hier halbwegs ordentlich läuft, ey. Kaum noch Bäume. Wir sind wieder im Land von Pelle. Das sieht ganz chillig aus gerade, ohne Scheiß. Das Keck-Observatorium. Du solltest diesen Moment verewigen, solange die Sonne noch tief steht.
Wow, da ist ein Graffiti auf dem Boden. Das kannte ich nicht. Was? Ich dachte, der kennt alles, Mann. Alles und jeden hier. Jeden Stein. Genieße Kalailoa noch ein jeden bisschen. Stock. Und Stein. Ich fürchte, wir nähern uns dem Ende der Tour. Und nochmal Steine. Ich dachte, er erzählt uns jetzt gleich wieder von dem krassen Vulkanstränden und so. Was da für Steine gibt und dass man da nicht mit nacktem Fuß drüber laufen soll und so. Leute. Das sieht aber ganz cool aus hier gerade mit dem Sonnenuntergang. Sehr, sehr chillig hier. Wenn wir auch nicht so schnell unterwegs sind, ist jetzt gerade nicht so schwer. Ah, das kann man steuern, ah, okay. Ach, Leute, ey. Pu'ulor, die berüchtigste Bucht auf Oahu. Sicher willst du ein Foto machen. Schieß los. Da will ich jetzt nicht ansprechen, warum die so berühmt ist, ja? Geh jetzt runter und mach dich bereit für die Landung. Ja! Letzte Etappe der Reise. Nice! Malus Nix. Oberliga. Gut, Freunde, hier ist aber erstmal Schluss. Solltet ihr Bock haben auf eine weitere Folge, die ist auch schon wieder viel zu lang, ey. Ich sollte die gar nicht so lange machen, ey. Ich glaube, so lange wie das, weiß nicht, ob das so gut ist. Bei so einem Spiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall lasst mich das gerne alles wissen. Habt ihr Bock auf mehr? Like, kommentieren, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Ansonsten haben wir jetzt hier uns noch ein Fahrzeug, ein neues Fahrzeug verdient. Freunde, wie gesagt, das war's jetzt. Pass auf dich auf. Ciao, tschüss. Gut, also wie gesagt, hier ist erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.